Endlich kommt auch die Technik in die Breite auf den Geschmack. Wir haben das ja schon vor 25, 30 Jahren gemacht. Sind wir in alte Bauten gegangen und haben die brauchbaren Bauteile geholt. Schönen Gruß von den Pionieren. Was haben wir gelitten unter solchen Figuren? Sie haben uns geprägt, gestempelt für das Leben. Da hat er seine Macht missbraucht. Da gibt's nichts zu diskutieren. Bin enttäuscht. Ich bin empört. Soul Hunting, das Zurückbringen der verlorenen Seelenteile, die Seelenteile, die uns verlassen haben, die den Schmerz nicht ausgehalten haben, die von uns weggesprungen sind, können wir wieder zurückrufen, zurückerlangen. Durch ganz potente Techniken, die seit Urbeginn im Besitz des Menschen sind, leider vergessen wurden, verschüttet wurden auch. Wir haben die und wir können die wieder anwenden in besonderen schamanischen Ritualen. Im Kern ist das Soul Hunting, der Begriff ist ein bisschen ungeschickt, weil es geht da nicht um das Jagen von Seelenteilen, sondern einfach das Zurückbringen. Da gibt es verschiedene Techniken. Unter anderem ist das möglich in der Sexualität auch. Passend jetzt auch, dass das Licht ausgegangen ist, immer noch ein schreckliches Tabuthema in unserer Gesellschaft. Kannst kaum von der Sexualität reden. Dieser Unart wieder einfach so ins Feld zu schießen. Dann heißt es schon, der ist irgendwie da süchtig oder will sich eine Frau angeln oder was immer. Sexualität ist eines der potentesten, wirksamsten und einfachsten Mittel, wie wir uns ganz, ganz in der Tiefe wieder heilen können. Da müssen wir wieder Licht drauf geben. Ist rein Zufall, dass es jetzt angegangen ist. Wahrscheinlich hat jemand die Einstellhalle betreten. Gehört zu unserem Tätigkeitsgebiet als Schamanen, dass wir auch über die Sexualität, den Fluch der Sexualität wieder beseitigen, aufklären, das halt auch auf uns nehmen, dass man da auch vielleicht mal auf uns zeigt. Wir können uns in der Sexualität sehr gut heilen wieder, Verletzungen, die wir erleiden, wenn wir mit dem offenen Herzen in der Welt stehen. Da wird man verletzt, wenn man das Herz offen hat. Und in der Sexualität können wir das wieder heilen. Es gibt auch andere Methoden, wie das möglich ist. Nur, wir müssen das sehen. Die meisten Menschen haben eigentlich nur die Sexualität wirklich zur Verfügung, weil sie die Zeit sonst gar nicht aufbringen für andere, eben zeitintensivere Techniken wie Trance-Tanz zum Beispiel und von Meditation schon ganz zu schweigen, das braucht so viel Zeit, bis man da überhaupt mal nur ein bisschen schon auf einen grünen Zweig kommt. Wenn das jemand interessiert, ich stehe sehr gerne zur Verfügung, man kann mich besuchen, ich erkläre das gerne noch ein bisschen ausführlicher. Man hat unterdessen bereits auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu meinen Aussagen. Ich fantasiere nicht.
Ich orientiere mich immer an den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die in dieser Zeit zur Verfügung stehen. Und die Technik selber, die wir anwenden beim Ergründen von nicht materiellen Erkenntnissen, sondern von Erkenntnissen aus der geistigen Welt, da verwenden wir genau die gleichen Kriterien, genau die gleichen Werkzeuge wie in der Wissenschaft, einfach ohne materielle Apparate. Wir selber sind die Messgeräte, wir beobachten, vergleichen unsere Erfahrungen auch mit anderen, die geschult sind in der Wahrnehmung und kommen so zu einerseits subjektiven Erkenntnissen, die wir aber abgleichen mit anderen Erfahrenen und dadurch auch dadurch zu einer objektiven Gewissheit kommen, indem wir eben wissen, da sind Leute, die diese Techniken anwenden und die zum gleichen Resultat kommen. Der Mensch selber als Messgerät. Entscheidend ist einfach, dass wir nicht fantasieren, da geht dann das Licht aus. Da sind wir dann wirklich nur noch im Ego gefangen. In der Fantasie, im Subjektiven, rein nur im Subjektiven, im Beliebigen, im Willkürlichen. Wir kommen da auch in den Bereich der sogenannten schamanischen Telepathie. Wir können erfahren, dass wir Gedanken aus tieferen Schichten empfangen können, die uns normalerweise nicht zugänglich sind. Das stimmt dann auch mit gewissen Hirnfrequenzen überein. Wir sind im schamanischen Bewusstseinszustand in einem sogenannten paradoxen Erregungszustand von einerseits höchster Wachheit und auf der anderen Seite tiefster Entspannung. Wir sehen in die beiden Welten miteinander hinein, in einen Bereich jenseits unseres persönlichen Bewusstseins, im sogenannten Delta-Zustand, in dem auch die kleinen, ganz kleinen Kinder noch sind. Und auf der anderen Seite sind wir eben doch wach, bei wachem Bewusstsein und registrieren, was da ganz, ganz in der Tiefe, jenseits der Träume sogar noch sich da ereignet. Da kommen Informationen, die wir für unser Leben, für unseren Alltag und für unsere Gemeinschaft sehr gut gebrauchen können. Entscheidend ist da immer auch, dass wir den Vaganten verzeihen. Das bringt nichts, wenn wir sie ohrfeigen. Die Arbeit müssen wir selber machen. Liegt strafrechtlich etwas vor? Kann man da etwas machen? Soll man etwas machen? Je nachdem. Aber das müssen wir der Justiz überlassen. Wir arbeiten einfach an uns selber. Wir machen auch den Eltern keine Vorwürfe. Sie haben ihren Job getan. Aus schamanischer Sicht ist es sogar so, dass die genau das haben tun müssen, damit wir uns weiterentwickeln können.